Jetzt gibt es noch kurz ein paar Infos zu der Post. Das ist ja diese Woche anders, habt ihr letzte Woche auf diesem Zettel lesen können. Und zwar müsst ihr die Post diese Woche bei uns abholen. Wir bringen sie euch nicht morgen, sondern ihr könnt sie entweder heute Nachmittag zwischen 14 und 18 Uhr oder morgen Nachmittag zwischen 13 und 15 Uhr abholen. In der Zeit sind wir da und wir können die Sachen euch holen. Ich stelle euch kurz vor, was es in der Post gibt. Also sind wieder ein bisschen Papiere drin. Zum einen haben wir hier dieses Stadt-Land-Fluss. Das kann man einfach spielen. Ich glaube, das ist allen Kindern bekannt. Könnt ihr einfach mit eurer Familie spielen. Sind zwei so Zettel drin, könnt ihr einfach in der Mitte auseinanderschneiden. Dann gibt es ein Rätsel, wo ihr Unterschiede finden müsst. Dann gibt es für die Jungs ein Ausmalbild mit Rennauto und für die Mädchen gibt es ein Ausmalbild mit Blumen. Genau, und für die größeren Kinder gibt es hier noch ein schwierigeres Buchstabenrätsel, wo ihr diese ganzen Tiere finden müsst. Und für die jüngeren Kinder gibt es ein Rätsel, wo ihr die Schatten erkennen müsst und dann verbinden müsst mit den anderen Flugzeugen, die man hier richtig sieht. Genau, das ist so das hauptsächlich, was es an Papier gibt. Dann gibt es aber noch was aus Papier. Das sind hier diese Zauberblumen. Das seht ihr in einem YouTube-Video, wie man die macht. Die kann man zusammenfalten und die gehen dann von selber im Wasser auf. Die könnt ihr vorher noch bemalen und ausschneiden. Das ist eigentlich auch eine tolle Sache. Gibt es ein eigenes Video dazu. Dann gibt es ein Video zu einer Raupe, die sich selber bewegt. Da habt ihr hier Wackelaugen, einen Strohhalm und ein Papier drin dafür. Dann gibt es hier von manchen schon heiß erwartet das Material für den Stressball. Dazu kriegt ihr noch extra in die Hand gedrückt eine Tüte Sand-Mehl-Mischung, womit ihr den Stressball füllen könnt. Und dann gibt es noch ein Experiment dieses Mal. Und zwar könnt ihr dieses Mal Salzkristalle selber züchten. Dazu habt ihr zwei Stücke Schnur, habe ich jetzt mal nur das eine gefunden, in der Post und zwei so Stäbe. Gibt es auch ein YouTube-Video zum Stressball übrigens auch. Und was es noch gibt, ah, hier ist der andere Faden für das Salzexperiment. Was es noch gibt, ist, ihr könnt ein Freundschaftsarmband selber knüpfen. Und zwar ist das das Material dazu. Wie das genau geht, das zeigt euch die Daniela im Video. Ja, und ansonsten gibt es noch leckere Süßigkeiten, wie immer. Genau. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Post und wer Lust hat und diese Post haben will, der kann sie sich hier holen. Jetzt geht's los.